Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf Dunnabett TV. So, ich habe ein kleines Problem, und zwar habe ich dummerweise die Zeit ein wenig verpennt und die Herrschaften sind schon da. Ich bin jetzt schon schnell hochgelaufen, ich habe es aber nicht geschafft, die Klappen vernünftig hochzumachen. Habe also die ersten quasi hier schon zu nah dran, wenn du mich fragst. Ich werde jetzt einfach mal weitermachen und dann gucken wir mal, ob wir das hier noch geregelt bekommen. Also, los geht's. Ich habe keine Ausdauer, weil ich jetzt eben sprinten musste. So, kurz mal gucken wegen Reparieren. Das geht schon mal. Oh, das gefällt mir aber gerade richtig gut. Ich glaube, das könnte funktionieren. Kann ich irgendwas tun, um meine Ausdauer nochmal hochzukriegen? Vielleicht einen Schluck trinken? Ah, es sind doch schon einige. Ja, also das Gewehr da, wo ich es positioniert habe, bringt überhaupt nichts. Das hätte ich auf die andere Seite stellen müssen irgendwie. Autsch. Okay, also die Tür kriegen sie nicht kaputt. Das ist schon mal richtig gut. So, ein bisschen Schaden kriegen wir auch rein. Oh ja, guck mal, die klassische alte Bauweise. Und es funktioniert so, wie es aussieht. Recht gut sogar. Ich hätte natürlich jetzt noch ein paar Stachelfallen unten hinstellen können und so. Aber so geht's erstmal. Kurz mal nach hinten gucken. Das Ding packe ich mir mal ein. Autsch. Das tat weh. Kann ich schnell eine Schiene bauen? Habe ich nichts für da, ne? So, wir machen das mal folgendermaßen. So. Ja, gebrochenes Bein habe ich. Für eine Schiene brauche ich Klebeband. Reparieren mal kurz. Aber das ging ganz gut. Das hat die echt gut. Das hat richtig Damage gemacht bei den Jungs. Nehmen wir mal einen Verband. Das hilft bestimmt schon mal ein bisschen mindestens. Ich muss überhaupt nicht nah ran. Warte mal, machen das mal kurz anders. Schon wieder irgendwelche klaffenden Geschichten hier. Guck mal, so komme ich ran. Aber die treffen mich nicht. Dass ich mir quasi meinen eigenen Sicherheitsabstand einbaue. Kurz mal gucken, machen die mir hier irgendwas kaputt oder rennen die einfach nur wie bekloppt in die. LOL! Was machst denn du für einen Quatsch? Wieso kannst du da auf einmal durchkriechen? Weißt du, ich bin auch wieder so einer. Ich habe nicht mal ein Erste-Hilfe-Kit dabei. Okay. Okay, also reparaturtechnisch sind wir jetzt am Ende. Mehr ist nicht drin. Und die Nacht hat gerade erst angefangen. Schiene heißt das Ding, ne? Soll ich mir auch mal auf Favorit fehlt Stoff und Klebeband. Habe ich alles oben. Aber hilft mir jetzt natürlich gerade nicht. Sehr gut. Noch mehr. Der hat irgendwelche Probleme da hinten. Mal kurz gucken, ob wir dem vielleicht auf die Sprünge hin. Guck mal, ich habe nicht mal meine Waffen nachgeladen. Schon ein bisschen peinlich. Nur die rennen einfach stumpf weiter. Sind das jetzt die letzten oder kommt da noch was? Schon so lange her, dass ich das gespielt habe, ich kann mich überhaupt nicht mehr entsinnen.
Irgendeiner haut da hinten in meiner Base quasi was kaputt unten. Wäre jetzt die Überlegung, ob ich da mal kurz einmal hochsprinte, aber dann wieder zurückzukommen, ist natürlich die Krux, ne? Wenn ich jetzt wüsste, ob es das schon war. So, komm, wir machen das jetzt mal. Na komm. So, hier oben dürfte ja keiner drauf sein. Das heißt, ich kann mir jetzt erstmal schnell eine Schiene basteln, dass wir klarkommen. Und wenn wir dann merken, dass da doch noch ein bisschen was am Start ist, guck mal, muss ich erstmal Klebeband für herstellen. Hier. Stofffetzen brauchte ich noch. Da sind sie. Also erstmal Klebeband. Da könnte ich mir auch mal so einen Favoritenpunkt drauf machen. Ich mache mal direkt 6 Stück. Was wir haben, haben wir. Und dann gehen wir noch mal auf die Schiene und drücken da auch schon mal eine durch. Können wir die schon mal nehmen? Essen haue ich rüber. So ein Medikit will ich mir noch mitnehmen. Die kann ich noch mal auffüllen hier. Da ist die Schiene, die können wir benutzen. Okay, so, das sieht doch gut aus. So, das war jetzt die letzte Option für mich, da hinten hinzurennen. Mehr Möglichkeiten gibt es jetzt nicht, wenn es denn nicht schon vorbei ist. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass da nichts mehr kommt. Ist ja gerade irgendwie ziemlich ruhig, ne? Ja, die hocken irgendwo da drinnen. Oder dahinter. Da hockt die Sau. Komm hier mal nicht dran. Eine Pistole vielleicht? Daneben geschossen? Ach, guck mal, nicht mal die habe ich geladen. Doch, das geht. So, der ist erledigt. Ich mit meinem gebrochenen Beinchen. Wo eiert jetzt der andere hier rum? Ganz ruhig. Ich glaube, wir haben es. Das war's. Ich höre nichts mehr. Das ist ja verhältnismäßig nicht sehr anspruchsvoll jetzt gewesen. Also da finde ich die Missionen an und für sich schlimmer. Wobei die Space-Modell natürlich, ja, wobei, wenn es dolle wird und die hauen mir da alles kaputt, nicht ein Geier oder so dabei gewesen. Nur es war nicht sonderlich viel, ne? Bin mir aber echt nicht sicher, ob das alles war oder ob da noch was kommt. Aber ich höre gar nichts. Also von daher lassen wir die Base mal so bestehen. Ich würde sagen, wir nutzen die dann weiter. Bis ich der Meinung bin, dass es nicht mehr funktioniert. Natürlich würde ich ein bisschen optimieren noch an der einen oder anderen Stelle, noch mal ein paar Sachen verbessern. Mir vielleicht auch, das könnte ich natürlich mal machen. Da fällt mir doch was ein, Leute. Ich könnte mir doch hier jetzt einfach eine Brücke bauen. Ja, das versuchen wir mal gerade. Dass ich quasi über das Ding hier hochkomme. So. Bitte nicht einstürzen. Kann ich keinen drunter setzen, ne? Wegen diesem Pflasterstein. Okay. Das war ich selbst. Da liegt jetzt mein Fahrrad im Weg, natürlich. Cool, es ist Hordenacht und wir bauen an unserer Base rum. Nee, zu hoch. Machen wir es doch so, oder? Kurz mal testen. Ach, jedes Mal, wenn ich sprinte, findet der Fuß das, glaube ich, nicht so cool. Das ist hier das Problem. So, dann habe ich aber jetzt natürlich einen permanenten Zugang zu meiner Bude. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Andererseits kann ich die Türen hier ja auch einfach zumachen, ne? Stört ja erstmal keinen. So, aber so habe ich zumindest die Option, dass ich hier mal lang kraxeln kann.
Und ich kann mir ja hier, wenn ich das möchte, eigentlich einfach da reinsetzen kann ich jetzt nichts. Das so machen. Müsste ich noch einen höher, oder? Ja, müsste ich. Machen wir das so. Zack. Dass mir die Jungs hier auch nicht so hochgelullert kommen, mal einfach. Und dann setzen wir hier eine Tür ein. Und dann habe ich ja im Prinzip Schutz schon so ein bisschen. Nicht mega viel, aber es ist auch noch mal so eine Art Rückzugsecke, wo ich dann eben im Fall der Fälle, jetzt muss ich nur kurz überlegen, in welche Richtung ich die Tür haben möchte. Eigentlich so rum, ne? Testen wir mal gerade. Ja. Geht die kurz auf, kann ich einen reinlassen, wieder zumachen. Sehr schön. Doch, das gefällt mir. So, und dann gucken wir mal schnell, ob wir die noch ein bisschen aufgewertet bekommen. Sieht soweit ganz gut aus. Und ein Lämpchen machen wir noch dran, genau wie dort. Autsch. Und dann haben wir jetzt auch einen vernünftigen Aufstieg. Da muss ich mir hier nicht immer meinen Rahmenkrempel zusammenbauen. Ja, sehr cool. Das sieht doch gut aus. Haben wir das fertig? Hordenacht ist, ja, was soll ich sagen? Könnte besser sein. Hier gab es doch auch noch diese Möglichkeit. Das können wir auch gerade noch mal gucken. Man, hier ist ja jetzt gerade wirklich Ruhe im Karton. Und auch nachts hier jetzt draußen rumzurennen, das finde ich jetzt auch nicht so dramatisch gerade irgendwie. Rampe, Ecke komplett. Waren das die Dinger? Kurz mal gucken. Auf der Seite kriege ich es nicht wegen der Wegmarkierung. Die müsste ich wahrscheinlich mal wegschlagen. Ja, aber die sind's. Dass die hier einen etwas besseren Aufstieg haben. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt hier rauf. Warte mal, dann nehmen wir mal die Spitzhacke. Das dürfte schneller gehen. Tatsächlich einfach nur so ein Klotz, der da drauf sitzt. So, und einmal, zweimal. So, dann haben wir hier jetzt zumindest schon mal einen etwas eleganteren Aufstieg für die Jungs. Dass die hier besser hochkommen. Ich weiß gar nicht, ob das relevant ist, weil das lief ja jetzt eigentlich alles erstaunlich gut. Kann ja gerade noch mal gucken, ob ich irgendwas reparieren muss. Geringfügig, ne? Ja, also später wird das so ein Ding hier definitiv nicht mehr ausreichen. Da werden die runterfallen und so weiter. Beziehungsweise werden sie mir hier alles einreißen. Was wir aber vielleicht nochmal kurz gucken können, Holzstachelfallen. Können wir auch mal ein paar Stück basteln. So. Und dann würde ich die direkt hier da einen hinsetzen und auf der Seite noch einen hinsetzen. Drei. Dann machen wir das gleiche Spiel hier nochmal. Und drei. So, und dann landen die nämlich da auch drin, kriegen da auch nochmal ein bisschen Damage. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir das jetzt soweit erstmal stehend. Klar, die Klappen muss ich hier noch aufwerten, dafür brauche ich natürlich die Materialien. Und dann kann ich hier auch anfangen aufzuwerten. Und ich denke, so kommen wir schon ganz gut durch. Waffentechnisch ist natürlich nochmal die Frage. Da muss ich mal gucken, wie ich das dann am geschicktesten anstelle. Aber das sollte funktionieren. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt heute mal einen kurzen. Das macht ja jetzt auch keinen Sinn, hier die ganze Nacht durchzueiern. Da innen wäre irgendwie ein bisschen Licht vielleicht auch noch ganz schick. Aber ist eigentlich gar kein Platz, ne? Vielleicht einfach so machen. So, ach so, und was mir jetzt gerade auffällt, die Infektion ist jetzt gelb. Das können wir noch schnell zusammen nachgucken und dann schmeiße ich euch raus. So, also die gelbe Infektion, Ausdauer wiederherstellen, minus 25%. Und da haben wir es nämlich schon. Das ist ja richtiger Murks. So richtig, richtiger Murks. Das heißt also, ich muss definitiv zusehen, dass ich was gegen diese Infektionsgeschichten hinbekomme.
Sonst kriegen wir nämlich hier langsam Probleme. Das ist nicht cool. Die hebe ich mir für die nächste Hornenacht auf. Zack, raus mit dir, das Baumaterial kann rüber. Ja, und der Rest kann eigentlich bleiben. Gut, perfekt. Also in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von mir sehen wollt, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Schaut natürlich auch gerne mal bei den anderen Videos vorbei, die aktuell so laufen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich euch da wieder sehe. Und ansonsten würde ich sagen, bis morgen. Macht's gut. Tschüss.